Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Sinan, 23 Jahre alt und Medizinstudent an der TU Dresden. Heute geht es um die Lungenembolie und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, mein Augenlid ist entzündet und gerötet und hängt herab. Sieht wunderschön aus, ich weiß. Aber nützt nichts. Das Video wird gemacht, wird veröffentlicht und ich wünsche euch viel Spaß. Definition: Die Lungenarterienembolie ist ein akuter Krankheitsprozess, bei der eine oder mehrere Lungenarterien verlegt werden. Äthiologie: Warum es heute regnet und warum ich jetzt gleich richtig nass werde, kann ich euch von den Mechanismen nicht erzählen. Aber was ich euch erzählen kann, sind die Ursachen der Lungenarterienembolie. Erste Ursache ist die tiefe Venenthrombose. Das heißt, ein Thrombus, also ein Gerinnsel in den Bein- und Beckenvenen, wandert über die Vena cava inferior hoch zum rechten Herzen und über das rechte Herz dann in die Lungenarterie. Genauso wie ein Thrombus hochwandern kann über diesen Mechanismus, kann auch zum Beispiel können Fettkügelchen hochwandern, also die bei der Fettembolie, zum Beispiel nach einer Schönheitsoperation, Fettabsaugung und so eine Sachen, oder bei fettleibigen Menschen entstehen Fettkügelchen im Blutbahn und die können dann auch in die Lungenarterie einwandern. Und Luftembolien sind auch denkbar, aber sehr selten. Dabei entstehen so zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, im Krankenhaus werden IV-Präparate, Medikamente gegeben und es wird nicht ordentlich aspiriert, das heißt, dass dann sozusagen in der Spritze noch Luftkügelchen sind sozusagen und diese werden in die Vene hineingegeben und diese können auch in die Lungenarterie hineinwandern. Klassifikation: Einige werden jetzt fragen, ja, was muss ich jetzt hier eine Klassifikation für die Lungenarterienembolie lernen? Der Sinn dahinter ist folgender: Stellt euch vor, ihr seid in der Notaufnahme und ein Patient kommt mit Atemnot, der kommt mit einem schnellen Herzschlag, vielleicht auch Brustschmerzen. Und da zu sagen, das ist jetzt eine Lungenarterienembolie, ist unmöglich, also anhand dieser drei Parameter, anhand dieser drei Kriterien, weil einfach weitere Differentialdiagnosen denkbar sind. Aber damit eine Lungenarterienembolie trotzdem anhand von klinischen Vortests möglich wird, gibt es diese Klassifikation und die ist nach dem Herrn Wels und die behandelt im Prinzip, ja, 7 Punkte. Und die muss man alle abarbeiten und dann bekommt man am Ende eine bestimmte Punktzahl. Und das ist sozusagen dann die Wels-Klassifikation für die Lungenembolie. Nicht verwechseln mit der Wels-Klassifikation oder dem Wels-Score, besser gesagt, für die tiefe Venenthrombose. So, erste Frage: Hat der Patient eine tiefe Venenthrombose? Wenn das der Fall ist, gibt es schon mal 3 Punkte. Wenn man die Punktzahl 5 erreicht, ist schon die Lungenarterienembolie wahrscheinlich. Zweite Frage, gibt auch 3 Punkte drauf, und zwar: Ist die Lungenarterienembolie die wahrscheinlichste Diagnose oder gibt es wahrscheinlichere Diagnosen? Dritte Frage, hatte der Patient schon mal früher eine TVT oder eine LAE? Darauf gibt es 1,5 Punkte. Vierte Frage, OP oder Immobilisation? Wenn das der Fall sein sollte, gibt es auch nochmal 1,5 Punkte obendrauf. Und ein Herzschlag über 100 pro Minute gibt auch nochmal 1,5 Punkte. Worauf gibt es 1 Punkt? Auf Hämoptysen. Und das weitere ist halt ein Malignom. Warum? Weil es den Wilshopschen Trias beeinflusst. Das heißt, dass es sowohl den Blutfluss, also die Geschwindigkeit, als auch die Blutzusammensetzung und auch teilweise sogar, also bei einigen Malignomen, sogar die Wandbeschaffenheit beeinflussen kann. Weil Angioneogenese kann auch dann Venen mit schlechterer Wandqualität zum Beispiel erzeugen. Da ich mittlerweile bereue, nicht aufs Wetterbericht geguckt zu haben und es immer stärker regnet, komme ich ganz schnell zu den Symptomen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Symptome, also Tachykardie, Hypotonie und zum Beispiel eine Halsvenenstauung infolge einer daraus folgenden Herzinsuffizienz. Aber dazu gehören auch eine Tachypnoe und eine Zyanose. Und die Symptome einer Pleuritis, das heißt ein atemabhängiger Thoraxschmerz. Dazu gehört auch eine Tachykardie. Und aber auch Fieber und Husten können dazugehören. So, jetzt geht es weiter mit der Diagnostik. Ein Arzt
ist nur so gut wie seine diagnostischen Fähigkeiten. Ja, als erstes gehört zu einer guten Diagnose eine gute Inspektion. Und um einen Patienten wirklich gut zu inspizieren, muss man wirklich auf alle möglichen Regionen des Körpers schauen. Dabei kann man zum Beispiel entdecken, dass der Patient vielleicht angestrengt atmet, eine höhere Atemfrequenz hat, vielleicht sogar die Atemhilfsmuskulatur verwendet. Man kann eine gestaute Halsvene sehen und man kann einen cyanotischen Patienten eventuell sogar vorfinden. Dann geht es weiter mit der Anamnese. Das heißt, es gilt herauszufinden, hatte der Patient schon mal eine TVT, vorangegangene Operationen, war er in irgendeiner Form immobil durch eine längere Reise oder, ja, oder auch zum Beispiel Tumorerkrankungen müssen an dieser Stelle erfragt werden. Als nächstes muss man auch wissen, im Krankenhaus hat man ganz leicht diese Möglichkeit, Vitalzeichen, ja, also das heißt so Herzfrequenz herausfinden, Atemfrequenz mal herausfinden. Und man kann auch mal versuchen, die diagnostischen Kriterien einer TVT abzuarbeiten und zu schauen, zum Beispiel, sind irgendwie Beinumfangsunterschiede zum Beispiel zu bemerken. Dann geht es auch immer um die Blutabnahme. Und die D-Dimer-Bestimmung kann insofern sinnvoll sein, weil man damit sehr sensitiv quasi sagen kann, ob eine Lungenarterienembolie nicht vorliegt. Ansonsten empfiehlt sich eine Blutgasanalyse. Dabei kann man sehen, dass der PO2-Wert abgesenkt ist und der PCO2-Wert im Rahmen einer Globalinsuffizienz sogar ansteigen kann. Aber allgemein muss man sagen, dass die CT-Angiographie die Methode der Wahl ist. Das beweist eindeutig sozusagen eine Lungenarterienembolie. Nur ist es jetzt so, dass so eine diagnostische Methode sehr teuer ist und nur gezielt eingesetzt werden sollte. Und daher ist die Wels-Klassifikation und der D-Dimer-Test solche Sachen, die sozusagen einem im Vorhinein sagen, ist es denn jetzt nötig, eine CT-Angiographie zu machen oder eben nicht. Ansonsten, auch wenn es nicht unbedingt für die Lungenembolie aussagekräftig ist, so sollte man ein EKG anlegen. Warum? Weil damit vor allem die Differentialdiagnosen, zum Beispiel Herzinfarkt, ja, sehr gut abgearbeitet werden können. Und genau, im EKG sieht man eine Rechtsherzbelastung. Woran sieht man eine Rechtsherzbelastung? Das kann sein, dass der Sokolov-Line-Index für die rechte Seite des Herzens sozusagen positiv ist, dass zum Beispiel auch Rhythmusstörungen auf der rechten Seite vorhanden sind, dass ein S1Q3-Typ, ein Rechtslagetyp sogar vorzufinden ist und in seltenen Fällen, das ist so bei rund 10% der Patienten, findet man auch ein P-Pulmonale. Ja, im Rahmen von Herzschädigungen können auch zum Beispiel T-Negativierungen vorzufinden sein. Kommen wir zur Therapie. Als erstes sollte man den Patienten in eine adäquate Sitzhaltung einbringen. Also so 30 bis 45 Grad ist hier empfohlen. Als zweites gibt man dem Patienten Sauerstoff und das reichlich und zwar mit 6 Liter pro Minute. Als drittes ist eine medikamentöse Therapie empfohlen. Das bedeutet, bei Schmerzen beispielsweise gibt man nicht steroidale Antirheumatika. Aber auch Morphin kann angebracht sein. Morphin hat auch eine weitere Wirkung, und zwar die Anxiolyse. Die Anxiolyse ist deshalb wichtig, weil die Herzfrequenz bei Angst erhöht wird. Und das will man ja eben verhindern. Daher können zum Beispiel auch Diazepam, also allgemein Benzodiazepine, empfohlen sein. Aber um quasi den Thrombus konkret zu lösen, nimmt man unfraktioniertes Heparin, 8000 internationale Einheiten. Und man kann auch als Alternative, sage ich mal, auf niedermolekulares Heparin oder Fondaparinux
und teilweise sogar auf Rivaroxaban zurückgreifen. Aber der Nachteil dieser Präparate ist, dass diese oral gegeben werden, also gerade bei Rivaroxaban. Und das bedeutet wiederum, dass diese nicht so schnell verfügbar sind wie das unfraktionierte Heparin. Sollten Kreislaufkomplikationen hinzukommen, empfiehlt sich eine Lyse. Und dann nimmt man RTPA, beispielsweise Alteplase, und leitet damit die Lyse ein. Sollte die Lyse in bestimmten Fällen erfolglos sein, oder sollte zum Beispiel gar nicht ein Thrombembolus die Ursache sein, beispielsweise durch Fettembolie oder Luftembolie, so empfiehlt sich oder ja, ist die letzte Ultima Ratio-Maßnahme die Operation. Komplikationen. Dieser Punkt ist so wichtig, weil man sich eben auf diese Komplikationen gut vorbereiten muss. Eine Komplikation ist das Rechtsherzversagen. Daher empfiehlt sich erstmal die Verlegung auf ein ITS und auch, ich sag mal, die Reanimationsbereitschaft ist sehr wichtig. Als zweites auch, also Rezidive, ja, Lungenembolien kommen häufiger wieder, bei 30% der Patienten. Weiterhin muss man auf Lungeninfarkte aufpassen, weil das von der Lungenembolie gar nicht weit weg ist. Und auch Atelektasen, also mangelbelüftete Lungenbereiche, können entstehen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, du hast einiges mitgenommen. Lass mir ein Like, ein Abo und konstruktive Kommentare oder auch Fragen in den Kommentaren. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Bis dahin. Ciao.